Nein, 2. Das ist heute die magische Zahl, denn diese beiden Gerichte sind jeweils nur mit je 2 Zutaten gemacht. Und wie das geht und ob das auch wirklich schmeckt, das sehen wir gleich. Wir beginnen mit Käsepasta. Pasta mit aufwendiger Pasta. Die hier besteht nur aus Parmesan und Spaghetti und soll super lecker schmecken. Dazu einfach 250 Gramm Hartweizen-Spaghetti kochen, dann mindestens 100 Gramm Parmesan schön fein raspeln oder gleich klein geraspelt kaufen. Was ja viele beim Pasta-Kochen als Abfallprodukt sehen, ist das Nudelwasser. Dabei ist das die geheime Lösung, um eine super cremige Soße zu zaubern. Einfach Nudelwasser zu dem geriebenen Käse geben und rühren, bis er cremig wird. So schön. Sieht aus wie Grießbrei. Dann die tropfnassen Spaghetti direkt in die Soße geben, damit sie sich schön damit verbinden. Wer die Pasta jetzt noch mit Pfeffer pimpt oder Pfefferkörner in einer Pfanne anrüstet, der hat am Ende sogar ein original italienisches Gericht, nämlich Cacio e Pepe. Und das ist nicht nur unglaublich einfach, sondern schmeckt auch unglaublich gut. Und? Ja? Sehr gut. 2 Zutaten, ein Gericht. Zeit für Nachtisch, Schokokuchen. Das Geheimnis bei Gerichten mit 2 Zutaten ist, dass die eine Komponente mindestens immer besonders würzig ist. Oder wie in diesem Fall, besonders süß. Yo. 250 Gramm Schokobrotaufstrich bei höchster Leistung für etwa 25 bis 30 Sekunden in die Mikrowelle stellen. Jetzt rühren wir erst einmal nur einen Teil der Eimasse in die Schokocreme. Dann den Rest der Eimasse noch unterheben, bis eine cremige Masse entsteht. Den Teig in eine gefettete Springform geben und bei 175 Grad 30 Minuten im Ofen backen. Danach auskühlen lassen. Schmeckt wie Schokotart mit besonders viel Ei. Also falls man wirklich spontan Besuch bekommt und nichts weiter im Haus hat, ist das eine super Alternative. Lecker, einfach und günstig. 2 Zutaten, ein Gericht.